Rappelkiste. Von den Wörtern und... Und von der Sprache. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Machst du mal zu Hause Krach, fliegst du gleich eins auf das Dach. Willst du übern Rasen laufen, musst du dir ein Grundstück kaufen. Diese Mal im Treppenhaus, schmeiß dich gleich der Hauswart raus. Gehen wir rein und kaufen uns zwei Brötchen. Guten Tag, Sie wünschen bitte... Wir möchten gerne zwei. Wir möchten gerne zwei. Guten Tag, geben Sie uns. Also, was wollt ihr nun? Lass mich das machen. Los, sag schon, was wir haben wollen. Also, Ja, bitte. Na klar. Wir möchten gerne zwei... Ich meine... geben Sie uns bitte zwei von diesen Dingern da. Ja, von diesen Dingern da. Wissen Sie nicht, was ich meine? Verflixt, jetzt habe ich das Wort vergessen. Oswin. Hm? Wie heißt das, was wir kaufen wollten? Na? Jetzt habe ich das Wort vergessen. Vielleicht fängt das Wort mit einem B an. Und ihr wollt zwei Bleistifte kaufen. Falsch. Nein, etwas zu essen. Ich erkläre es Ihnen. Es wächst erst beim Bauern auf dem Feld. Wenn es dann so hoch ist, dann wird es geerntet. Dann kommt das Korn in die Mühle und dann wird Mehl daraus gemacht. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Ah, jetzt habe ich auch das Wort vergessen. Eben haben wir das Wort auch noch gewusst. Wir haben es verloren. Dann müssen wir es suchen. Hast du das Wort gefunden? Ich hab's. Ihr wollt Brötchen. Brötchen. Jetzt haben wir das Wort. Hier habt ihr zwei Brötchen. 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 Das Wort gefällt uns nicht. Das vergessen wir so leicht. Wir sagen dazu nicht mehr Brötchen. Wir sagen dazu ab jetzt Wurst. Was ist dann ein Wurstbrötchen? Ganz einfach. Ein Wurstbrötchen ist ein Wurstwurst. Ein Käsebrötchen ist ein Käsewurst. Ein Marmeladebrötchen ist ein Marmeladewurst. Und ein Fischbrötchen ist ein Fischwurst. Und ein Butterbrötchen ist ein Butterwurst. Geben Sie uns bitte zwei Wurst. Das heißt Brötchen. Nein, ab jetzt Wurst. Brötchen. Nein, Wurst. Aber ich habe verschiedene Sorten von Brötchen. Rosinenbrötchen, Milchbrötchen, Mohnbrötchen. Was sagt ihr nun dazu? Tja, ist doch ganz einfach. Rosinenwurst, Milchwurst, Mohnwurst. Ein Rosinenwurstwurst ist ein Rosinenbrötchen mit Wurst. Und ein Wursthonigwurst, Butterwurstwurst ist ein... Nein, nein, hört auf. Hier ist eine Bäckerei. Ich bin Bäcker und backe Wurst. Brötchen, Brötchen, sag ich euch. Sehen Sie, Sie sagen es auch schon Wurst. Ihr bringt mich ganz durcheinander. Sie sind eine beleidigte Leberwurst. Hier ist eine Wurst. Reise sind Wurst und backen Wurst. Und was heißt dann Wurst? Das weiß doch jeder. Wurst ist Wurst. Also geben Sie uns jetzt zwei Wurst. Mir ist alles Wurst. Hier habt ihr zwei Wurst. Auf Wiedersehen, Herr Wurst. Ihre Wurst schmecken wurstig gut. Wurst, Wurst. Rosinenwurst. Guten Wurst, Herr Wurst. Jetzt ist alles Wurst. Leberwurst. Käsewurst. Wurst, Wurst. Rosinenwurst. Guten Wurst, Herr Wurst. Jetzt ist alles Wurst. Leberwurst. Käsewurst. Halt! Zu Wurst sagen wir ab jetzt Seife.
dann ist ein Wurstbrötchen ein Seifewurst. Hau doch ab, du blöder Köter! Los, hau ab! Verschwinde endlich! Lässt du meine Würste in Ruhe? Lass dich nicht mehr sehen! Bulli, Bulli, wo bist du? Bulli, wo bist du? Hast du ihn gesehen? Ach, wo soll ich ihn denn suchen? Bulli, Bulli, wo bist du? Komm zu mir, wo bist du? Ich kann doch nicht mit vollem Mund reden. Stopf mich doch nicht immer so voll. Hast du eine Frau gesehen, die ihren Hund sucht? Ach. Ich kann doch nicht mit vollem Mund sprechen. Ja. Wo ist denn mein Ball? Da ist er auch nicht. Hast du meinen Ball gesehen? Kannst du nicht reden, hm? Fressack. Ich kann doch nicht mit vollem Mund reden. Aber ich will doch nicht nur zum Kauen da sein. Ich will endlich sprechen. Edge, jetzt erreichst du mich nicht. Ich bin die lose Klappe. Klappe. Oh, wie schön. Rappelkiste. Kuckuck. Kuckuck. Glühwürmchen. Pferdeäpfel. Wolle los. Aber ich will ja nicht nur schöne Worte sprechen. Ich will auch mit anderen reden, sie etwas fragen, ihnen helfen. Ja, ich will der Frau ihren Hund suchen und dem Jungen zeigen, wo der Ball ist. Prima. Auf Wiedersehen. Lalala. Hallo, hey du da. Hast du vielleicht eine Frau gesehen, die ihren Hund sucht? Wo bist du? Wer spricht da? Ich sehe niemanden. Hier bin ich. Ein sprechender Schmetterling. Den muss ich fangen. Lass das! Lass das, du Trottel! Den muss ich haben. Ich will doch mit dir sprechen. Oh, weia! So ein Esel, also so ein Esel, kann einen Mund nicht von einem Schmetterling unterscheiden. Hey, du da im Strauch! Hast du vielleicht einen kleinen Jungen gesehen, der seinen Ball sucht? Sieh da, ein sprechender Vogel. Den muss ich abschießen. Halt! Halt, halt! Nicht schießen! Halt! Hör mich doch an! Ich bin ein Mund und möchte mit dir sprechen. Du Dummkopf! Beinahe hättest du mich getroffen. Wo ist mein Ball? Wo soll ich ihn suchen? Ich kann ihn nicht finden. Ah, da bist du ja! Ich weiß, wo er ist. Prima! Wo denn? Komm, ich werde dich führen. Willst du? Klasse! Hahaha! Endlich kann ich jemandem helfen! Juhu! Dann denn los! Bald hast du wieder deinen schönen Ball. Ah. Hey! Wo bist du? Hier bin ich. Wo denn? Ich sehe dich nicht. Hier, im Loch. Hast du dir wehgetan? Nicht schlimm. Also komm raus. Ich kann aber nicht allein. Hilf mir doch. So, jetzt hole ich dich raus. Aber du hast ja keine Hände und allein schaffe ich es nicht. Ja, dann werde ich dir einen guten Rat geben. Versuch's vielleicht mit Brettern. Das geht auch nicht. Ah, jetzt weiß ich's. Juhu!
Der Mann, der zu mir gehört, der hat Hände. Den hole ich gleich. Warte ein bisschen. Aber beeil dich bitte. Wie bitte? Ich kann dich nicht verstehen. Hä? Bei dir piept's wohl. Da bist du ja. Aber wir müssen dem Jungen helfen. Und dann sprechen wir mit den anderen Leuten. Und ein bisschen Hunger habe ich dann auch. Los, jetzt gehen wir dem Jungen helfen. Lalalalalala. Rappelkiste. Kistenkasten. Kastenwagen. Wagenrad. Radfahrer. Fahrersitz. Sitzkissen. Hey, hört mal, ich... Kissenschlacht. Du, ich weiß doch noch... Ruhe. Schlachtmesser. Ich will euch doch Klappe. Etwas... Messerspitze. Jetzt hört doch endlich. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Hey, also ich hab... Hacke, Hacke, Aua, Hacke, 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 Peter. Petersilie. Silie, Milie. Milie, Milie, Pilie. Pilie, Rilie. Rilie. Rilie, Knilie. Knilie, Silie, Knilie, Knick, Kips, Tilie. Weiß nix mehr. Nilie, Knilie, Nilie, Nilie. Jetzt weiß ich auch nix mehr. Rüber, weißt du noch was mit Tilie? Hey, Rübe, sag doch was! Knilie, Knilie! Jetzt sagt sie nichts mehr. Die hat wohl die Sprache verloren. Die ist auf den Mund gefallen. Vielleicht hat sie ein Kloß im Hals. Oder sie hat sich die Zunge abgebissen. Bist du plötzlich stumm? Sonst redest du doch immer wie ein Buch. Ein Buch kann gar nicht reden. Jetzt redet sie wieder. Ja. Ihr habt ja gesagt, dass ich die Klappe halten soll. Also das hab ich nicht gesagt, nein. Du ich hab jetzt überhaupt nichts gesagt. Du hast uns gestört und deswegen hab ich gesagt, ja, gestern war das überhaupt nicht mal so. Ich verstehe ja gar nichts. Was? Ich verstehe ja gar nichts. Also, ich wollte nämlich nur sagen. Immer nur einer. Erst du. Warum hast du nichts mehr gesagt? Weil ihr mich gehauen habt. Und warum habt ihr mich gehauen? Weil du uns gestört hast.
Und warum hast du uns gestört? Ja, weil ich noch ein Spiel wusste. Ein Spiel? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ja, weil ihr mich gehauen habt. Und warum habt ihr mich gehauen? Weil du uns gestört hast. Und ja, warum hast du uns gestört? Weil ich noch ein Spiel wusste. Und warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil... Was ist das denn für ein Spiel? Das Spiel geht so. Drei Chinesen mit dem Kontrabass, die saßen auf der Straße. Das kenn ich auch! Wenn sich was fragt, dann die Polizei fragt, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Und jetzt alles mit O. Ja, Tronose mit dem Kontrabass, saßen auf der Straße und erzählten was. Schlagen. Prügeln! Klauen! Kloppen! Spucken! Hauen! Dazu braucht man keinen Mut, das macht alles nur kaputt. Sprechen, zuhören, fragen. Was man will gleich sagen. Das ist wichtig, das ist gut. Dazu braucht man etwas Mut. Du schon? Ja, ich komm gleich, Stippi. Augenblick. Der Masse der Werktätigen zu hinten ist einer der Hauptprobleme. Mutti, ich muss dir ganz schön was sagen. Ja, ja, später. Ich muss erst schnell den Tisch decken. Mit schwarz-braunem Haar und Bundelohn.
mal hier. Na, lass mich bitte mal in Ruhe. Ich muss da fertig sein, wenn Vati gleich kommt. Warum sind die eigentlich so fett? Nun sei doch mal still. Kannst du denn nicht warten? Ja, du Räuber. Weißt du schon? Ja, ja. Papi, weißt du schon? Immer langsam, du lass mich da erst mal reinkommen. Was gibt's denn heute zu essen? Was? Du bist schon da? Ich bin noch gar nicht so weit. 10 Minuten brauche ich schon noch. Auch das noch. Na, das ist wieder ein Tag heute. Papa. Schreib die Schenks aber rüber zu Kommando. Nächstens schicken die uns auf dem Mondsteinchen und bestätigen die Geheimniskrämerei soll. Dieses Sternsystem wird von der Föderation kontrolliert. Ja, aber es ist kein Sekret, Mr. Scott. Auch die Klingonen haben hier großen Einfluss. Die haben mir noch gefehlt zu meinem Glück. Nun lass mich doch erst mal 5 Minuten ausruhen. Ich erzähl dir was ganz Tolles. Nun quassel doch nicht so viel. Du siehst doch, dass ich jetzt müde bin. Hat das nicht Zeit? Sie wollen an Bord gebeamt werden und verlangen eine Erklärung für die Verspätung. Verlangen? Verlangen ist gut. Na, dann beamen Sie mal an Bord. Das ist typisch für die Elassianer. Nach den letzten Informationen unserer Wissenschaftler sind sie unberechenbar und äußerst arrogant. Ja, das ist die eine Seite der Medaille, Mr. Spock. Ich habe die Berichte auch gelesen. Aber von den Frauen, da hört man ja wirklich Wunderdinge. Es gibt so gewisse... Nun, guck mal hier. Guck mal hier. Nur räumen wir ein bisschen hier beiseite, ja? Jetzt wollen wir uns mal die schöne Buch hier angucken, ja? Wer will denn heute mal anfangen? Ich. Na komm, also was ist da zu sehen? Ich will hier einen Mond. Ja. Der liegt da, ne? Ja. Der fasst den Arm. Na prima, Boris, prima. Na, wir wollen jetzt weitermachen. Der Oliver vielleicht mal? Hm? Oliver, komm, erzähl mal. Was ist da zu sehen? Na, lass mal den Oliver. Hm, der weiß das auch. Oliver, nur erzähl doch mal. Wir wollen es alle gerne hören. Hm? Na? Gar nichts? Na, aber da gibt's doch nur wirklich so viel zu sehen, hm? Oliver. Da ist Eis. Eis? Ach ja. Na ja, aber die Kinder. Was machen denn die Kinder? Da sind Kinder. Ja, das wissen wir schon. Aber was machen denn die Kinder? Was machen denn zum Beispiel diese Kinder hier? Das sind die Kinder. Oliver ist dran. Da bin ich. Oh, Oliver, nun lass uns doch nicht so lange warten. Sieh mal, die anderen Kinder wollen alle was erzählen. Ich. Oliver, was ist denn jetzt wieder? Ist denn das so schwer? Ich meine, zu Hause erzählst du der Mutti doch auch mal was. Und dem Vati. Na schön, macht ja nichts. Dann wollen wir mal sehen, ob... Ja. Vielleicht kann Sabine uns etwas mehr über das Bild sagen, nicht? Komm, Sabine. Was ist denn da? Hier sind zwei Schwimmbecken. Ja. Und hier ist eine Frau, die sitzt auf dem Handtuch. Ja. Und die spielt Fußball. Wie halt angibt. Fest steht, dass in vielen Gebieten Deutschlands das Wasser nicht mehr nach Wasser schmeckt. Kein Wunder, dass die deutsche Mineralbrunnen... Soll ich euch mal was sagen? Seid doch mal ruhig, ich kann da gar nicht verstehen. Die Wasserwerke produzieren häufig nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, die das ich hab bei dir und nach jetzt wird erst einmal gegessen. Hinzu kommt, dass der Grundwasserspiegel seit dem 19. Jahrhundert kontinuierlich sinkt. Im Rhein-Ruhr-Gebiet zum Beispiel sind die Grundwasserreserven erschöpft und werden beschlagen, will er es noch einmal. Hast du eigentlich dem Klempner Bescheid gesagt? Was? Nee, ich dachte du. Wann denn? Schließlich arbeite ich den ganzen Tag. Aber ich habe was ganz Tolles gesehen. Nun sei doch mal still, wenn Erwachsene reden. Umgekehrt. Denn wo er nun weiterfährt,
Wert hinterlässt ja einen Strich. Also, wie machen wir das nun mit dem Klempner? Na schön, ich sag ihm Bescheid. Für den Mittelstrich der Straße und der Ehrentrieb der anderen, setzen Sie alle mit. Na nu, wer kommt denn jetzt noch? Guten Abend. Guten Abend. Ich hoffe, ich störe doch nicht. Aber gar nicht. Kommen Sie noch rein. Ich will Sie auch nicht lange aufhalten. Das ist übrigens mein Mann, Fräulein Kühn-Olivers Kindergärtnerin. Freut mich. Der Bengel hat doch nicht etwa was ausgefressen. Aber nein, wir haben ja nur ein kleines Problem. Und ich muss dir schnell was sagen. Aber doch nicht jetzt. Ein Problem? Ja, was gibt es denn? Aber bitte treten Sie doch näher. Ja, also, wir haben heute Morgen wieder, aber... Oliver, willst du das nicht selbst erzählen? Na, Oliver, wie war das? Ja, heute. Du erinnerst dich doch. Die Sache mit dem Bilderbuch heute Morgen. Was du nicht konntest, hm? Ich habe... Na, ich glaube, ich erzähle das doch lieber selbst. Bitte schön. Ja, wissen Sie, also es geht darum, dass dem Oliver das Erzählen so schwer fällt. Also ich meine, immer wenn ich den Kindern so Bilder zeige und sie sollen was dazu sagen, denn der kriegt einfach den Mund nicht auf. Erzählt er denn zu Hause auch nie was? Der redet doch den ganzen Tag, nicht, Vati? Ja, doch, doch. Ja, also das verstehe ich nicht. Ja, Oliver, wie kommt denn das? Du hast doch nicht etwa Angst vor mir oder vor den Kindern, oder? Nein, das glaube ich nicht. Na und wir zwei unterhalten uns doch immer ganz prima, nicht wahr, du Räuber? Und wir zwei doch auch, was, Murke? So, ja, dann müssen wir eben zusammen versuchen, wie wir das Problem lösen können. Ich darf mir nie was sagen. Hört mir ja nicht zu. Ich vergesse das immer, was ich sagen will. Aber wenn ich mir noch das Buch angucke, kommen gleich die anderen ran. Immer wenn ich was erzählen möchte, müsst ihr gerade was tun. Ihr müsst mir auch mal zuhören! Hört mir doch mal zu! Schneckenhaus. Hausmeister. Nee, Haustier. Tierpark. Ei, Park? Parkverbot. Verbotsschild. Schild raus. Aus.